Herzlich willkommen zurück zur Let's Play World of Tanks. Ja, wir gehen ins nächste Geschiss mit dem Löwe Centurium und meine Wenigkeit mit dem IS-7 mit Björn und Steiner. Und wir sind mal wieder in einem Scheiß-Team. Nö. Nö. Kannst du so nicht sagen. Kannst du so nicht sagen. Steht denn hier? Yes. Aber ihr steht drüben. Ich bin hier alleine. Soll ich zu euch kommen? Ja, komm rüber. Weil wir sind jetzt hier. Ja, gut, ich komme gerne zu Steiner. Steini, wir fahren zu Steini. Ah, hier kann man ja jetzt ja durch den Fluss fahren, aber ich fahre Straße. Ich glaube, das ist schneller. Könnte man davon ausgehen. Straße, Mama. Bewegung. Der Gerät rollt. Also man muss wirklich sagen, mit den Tigergefechten letztes Mal, das waren echt einer der besten Gefechte, die wir jemals hatten. Gerade in dieser Kuhle, wo ich da mit Björn drinne gesessen habe, das war ja absolut episch. Wenn diesen Spacken, der hinter uns gewesen war, Björn, den einer weggemacht hätte, dann hätte das eine richtig geile Runde werden können. Definitiv. Aber Steiner war ja mit dem auf der ganz linken Flanke beschäftigt. Ja, darauf habe ich ja auch angespielt, also daher. Aber egal. Ist nicht schlimm, die ISO war es damals. Also mit einer ISO, das kann ich gerade noch verschmerzen, dass sie mir dann in meinen Allerwertesten schießt. Ist also kein Problem. Ne? War trotzdem absolut eine Runde. Wir haben da ja übelst Sachen weggefrackt. Das war ja echt alles, klasse. Alles gut, war eine gute Runde. Ich weiß gar nicht, wovon ihr redet, aber ist egal. Waren zu viele Gefechte dazwischen, ne? Ja, viel zu viele. Mhm. Schon klar. Wurde ja gar nicht so viel spielt, ne? Aber meckert rum, dass es zu viele Gefechte waren. Schwur. Mhm. Ihr fahrt da lang, ich fahr unten lang. Ich fahr auch unten. Unten, nee, da ist noch nichts. Gut, wir können. Ich bleib hinter dem Löwen, der kann mich decken. Der eine dickere Mauer wie ich. Ja gut, da drüben sehe ich, ja gut, der andere Löwe, der Churchill, au, ja, oh, warte. Ja, jetzt fahre ich los, dann kommt natürlich einer raus. Oh, wo geht denn der hin, Alter? Alter, meiner auch. Angewildet. Ja, oh, weißt du, und der trifft wieder, ne? Ja, ich habe dich richtig eingezielt gehabt. Auf dem müssen wir ein bisschen aufpassen. Auf dem 110er, oh, ist der so gut. Sagt, ne? Dieses Muss ich echt nochmal installieren hier, den alten Mod hier, dieses Tool-Ding. Ja, ich bleib erstmal hier am Stein. Da kann ich auch schon. Ich hab weiterhin rausfallen. Nur das Add-on drauf, was wir ganz am Anfang drauf gemacht haben, Steiner. Ja, sag ich ja, da gibt's ja dieses neue, was ist das neue? Das 5 war da und das hab ich jetzt irgendwie. Weiß ich auch nicht. Wenn ich reinzoome, macht's immer voll die Steuergeräusche. Nö, hab ich nicht. Neue, das was du jetzt da hattest. Keine Ahnung, was das hier ist. Nicht den Baum! Bleib erstmal hier. Okay, jetzt komme ich doch mit nach vorne, jetzt reicht's. Und das fährt er mir da voll rein. Ach, Kollege, ey. Was soll das, was du da treibst? Naja, der schöne Autoloader hier, gibt ihm erstmal eine. Vorsicht, die IS-3 da oben ist ganz heftig. Alter, warum komme ich da nicht durch? Das ist doch eine Lachnummer, ist das doch. So langsam macht das echt keinen Spaß mehr. Du rotzt rein und rotzt, hast 15 Sekunden Nachladezeit und nichts passiert mit dem Ding. Was hat mir der Löwe denn da eine gegeben? Nachladen dauert länger! Ja, noch länger oder was, ihr Schwachköppe? Wieder der Löwe von denen. Mhm. Jawoll! Also geht doch. Ah, ja, um auf den Turm bin ich jetzt durchgekommen. Ja. Boah, wo steht der denn hin? Ja, vor allem, wo hat mich denn der Löwe dann überhaupt noch gekriegt? Noch nicht mal einmal schauen. Oh, mit Gold. Ausgeteilt. So, Leute, das kann ich auch. Abpraller. Ey, das gibt's doch wohl nicht. Was war denn das? Oh, ne. Lassen wir mal lieber das Gold weg. Die 25 Sekunden Nachladezeit habe ich jetzt. Scheiße, ich muss den Turm reparieren, das geht nicht.
25,78 Sekunden Nachladezeit, das ist doch zu viel. Oh, gibt's doch wohl nicht. Ich stehe ja schon wirklich davor, ja? Und nichts kriege ich rein. Oh, 3, 2, 1 geladen. Wo bist du? Ja, ich schieß jetzt nur noch, wenn ich weiß, dass ich genau drauf bin, weil es... Guck, da ist er! Hallo, Sack! Oh, jetzt wir haben sie nicht mal angetroffen, alle Mitte! Er kommt! Ja, ich habe 25 Sekunden Nachladezeit, was soll ich machen? Oh, weg! Sehr wichtigster schön, weg! Ich hab noch nicht viel Schaden ausgeteilt. Leider ich nur zwei Treffer reingekriegt. Egal. Naja, gut. Ich habe auch nur 596 Schaden ausgeteilt, also echt lächerlich. Das ganze Problem, was ich habe jetzt 25,78 Nachladezeit. Ja, gut, das kannst du nur machen, wenn du halt eine Reparaturkiste dementsprechend, dann kannst du den, Ja, ich habe auch den Turm repariert, statt das Teil. Hab ich tausendmal gesagt, soll alles reinbauen, aber nein. Hab ich doch! Feuerlöscher, Erste-Hilfe-Kit, Reparatur-Kit und dieses Tarnnetz habe ich drauf. So, was soll ich denn noch drauf machen? Ja, das Reparatur-Kit, hast du es jetzt verwendet, ja oder nein? Ich habe das Falsche repariert. Das ist blöd. Müssen wir jetzt einfach mal ganz direkt so sagen. Ja, deswegen sage ich ja nichts. Ja, ich habe aus Versehen den Turm repariert. Ja, ja. Hauptsache am Leben bleiben. Bringt mir Kohle. Bin aufgedeckt. Wo steht er? Wo ist er? Wo ist die IS? Ah, da ist noch was. Auf der anderen Seite. Gut, da kommen wir mal nicht dran. Wo ist die IS? Ja, irgendwo da vorne steht sie bestimmt. Ah, da ist er. Was? Den habe ich vorhin schon mal eingesammelt, aber da ist meine Kugel mal wieder. Geradezu steht er. Jetzt fahren wir hier noch genau hier vor. Danke, hast du schön gemacht. Schön gemacht. Oh, die schießen alle mit Gold. Ey, sag mal, was ist denn hier los heute? Guck mal aufs Datum. Mal anwinkeln hier für die. Durchkommt die Blöde. Ja, ist abgeprallt mit Gold. Oh, und das als VK. Das ist aber ein trauriges Spiel. Haben wir sie mitgenommen. Oh, blöde IS. Haste, mein Freund, haste. Komm mal zu euch. Obwohl, ich glaube, das schaffe ich gar nicht mehr. Das war's. Kannst du sein. Das war's, ja. Können natürlich die jetzt noch fraggen, die beiden, das war rausfahren, aber. Ja, ich komme gleich mal rüber. Ich will lieber überleben, wenn ich ganz ehrlich bin, Björn. Verständlich. Also die Kostenfrage dann. Ist doch, ne? Nein! Lol. War angekratzt. Alter, du! So. Oh, mein erster Sieg, 1832 Punkte. Ja, Pop-up Points. Ich habe 4 direkte Treffer, 2 Wirkungstreffer, 596 Schaden. Der Löwe Björni, der hat seinen Namen geändert. Dass ihr euch nicht wundert, das ist Björn, ja. Oh, ja. Das könnte man jetzt auch erwarten. Direkte Treffer 9, Wirkungstreffer 4. Ja, dass die Leute sich jetzt nicht wundern, ist ein anderer oder so. Nein, das ist Björn in dem Sinne. Steiner ist direkte Treffer 8, Wirkungstreffer 6 und 1361. Schania, ihr beiden habt euch nicht viel getan. Ja, wir sagen wir? Nein, wir sagen noch gar nichts. Was möchtet ihr? Wieder das gleiche Kaliber? Ja, also. Ich kann auch wieder 5er, 6er nehmen. Du kannst mal den KV-1S nehmen, dann könnten wir den Chito und den Typ fahren. DT. Aber wir können natürlich was Großes nehmen. Ich hab leider nur noch den. Du hast die anderen auch zur Verfügung. Du musst nur noch deine Daily machen. Nee, die anderen habe ich nicht mehr. Borsig und so weiter, die sind alle. Ja, aber du hast ja vorhin auch einen anderen gehabt. Ja, den Siebener. Ja, wir können auch mit dem Siebener fahren. Das ist mir doch egal. Ja, Steiner, wir lassen uns mal den KV-1S rausholen, hier den Sechser. Ich kann auch mit dem fahren. So. Haben ein schönes Matchmaking hier. Ja, ist doch gut. 6-8 und 5-7. Ja, ist doch gut. Ja, machen wir so. Ja, ist doch auch mal richtig. Gut. Weil ich muss das ja auch ein bisschen leveln. Es sind ganz schön viele Leute in der Warteschlange zurzeit. Ist das normal? Ja. Ja? Ja. Ah. Besonders Stufe 8 ist sehr, sehr, sehr... Oh! Ist doch gut, ja? Oder nicht? Hab doch gesagt, gutes Ranking. Müsste ich normalerweise mit... Na, nee, ich hab da ja noch das Scheißrohr vor.
Aber wenn ich da bald das nächste habe, dann sollte das abgehen. So, was möchten wir machen? Also es ist ja Eroberung, ne? Also ich spiele jetzt typisch... Reinwaschen oder was? Ja, ist die Frage, ob wir den Berg hinten machen. Und nee, macht ja keinen Sinn. Macht keinen Sinn, dass wir die Flanke mithalten. Dass wir, oder ob wir jetzt sagen... Ich fahr mit unten durch. Du meinst auf 7 oder was? 8. 7, 8, ja, okay. Gerade nur rüber, dann auf die andere Seite erstmal kommen und dann können wir uns da verkennen. Oder was auch immer. Okay, machen wir. Berg hinstellen, aber ich weiß nicht, von hinten. Oh, nee, von der Seite kommen die. Da ist er mir voll in die Seite gefahren, ich bin voll geflogen und dann in den nächsten Panzer. Geil, ne? Tjo. Solche Leute gibt's hier. Ja, Kette schon kaputt. Zu Genüge. So, siehst du, da sind nämlich die Helis. Ich hab's mir nämlich schon gedacht, die Küste, die nehme ich erstmal dahin fahren. Naja, egal, fahren wir erstmal hier hin. Da sind könnt ihr, wir können ja richtig gemein sein und gleich cappen. Ja, schön. Können wir ja auch mal machen. Aber nein, machen wir nicht. Warum? Wir wollen bei Punkte und so, ne? Ja, das ist aber Sieg. Sieg ist Sieg. Ist doch scheißegal, wie du den Sieg holst. Ja, wenn ich für einen Fight nur 2 Minuten brauche, weil ich gleich cappe, oder jedes Mal 10 Minuten komme ich nachher auf dasselbe Zeit. Auf dieselben Punkte. So. Im Prinzip, ja. Ganz einfaches Ding. Ah, E25, aber das so wie wir rot, so wir bleiben einfach hier, ne? Ah, siehst du, die sind nämlich schon drin, die Hunde. Ja, deswegen habe ich doch gesagt. Ja, ich fahr mal hin. Bis Kiers. Fahr auch rein. Scheißegal. Was haben wir denn hier für einen? Du wirst hier nicht lang. Gar nichts auf. Ja, der hat nichts drin, das ist ein Noob. Da ist er doch. ELC. Oh Gott. Die Trefferquote ist echt beschissen geworden mittlerweile bei mir. Ich schieße immer sonst wo lang. Wollen wir dann Deckung wegschießen? Was kommt denn da oben alles? Ach, LOL! Der E25 da oben so hoch. Ach Leute, ey. Oh, bitte, Leute. Oh, ich bin auch gleich down. Ich muss mich mal hinter das Haus stellen. Oh, ey, ich auch. Ich hab schon 2 Mal wieder reingekriegt. Schön hier hinter. Da bleiben wir ja schön drin. Jetzt krieg ich von der anderen Seite auch noch. Vom Nashörnchen hat mir ins Gesicht geschissen. Was machen die denn da? Was soll das? Wow! Die haben mir meine Deckung weggefeuert! Steiner. Die haben mir meine Deckung weggefeuert! Und jetzt bin ich weg. Ah, lass mich weg hier! Alter, was da oben steht. Nashorn, IS, KV1 und T3485. Ja, vorhin kommt doch keiner her. Was soll das da hinten? Hier, der Kippkreis ist jetzt endlich frei. Jetzt kann man jeden sehen. Wo fahrt ihr hin? Ja, wir haben da gut aufgeräumt, Björn, ne? Also, ja, erstmal hier. Also, den meisten Leute würde ich das Spiel verbieten. Ja. Welche Noobs, also das ist. Vor allem, guck mal, was ihr noch alles auf eurer Seite stehen habt. Wie willst du das mit dem Panzer 4 denn packen mit dem OP-Panzer KV-1? Nur mit der Heli kannst du da schon den KV-1 ärgern, ne? Oder ist er schon down? IS ist aber das Böse, was da unten steht. Ja, wie du ja gerade siehst. Die Frage, wie gehst du da jetzt ran? Von der Seite, also ich würde jetzt, da ist noch der T-34, der hat mich noch gerade versenkt. Ja, aua. Ja, den holst du dann noch, oder? Vorsicht, Nashorn liegt schneller nach als du, wenn der Top ausgebaut ist. Deiner. Weg. Ja, das finde ich jetzt geil durch das Add-on, dass er mir anzeigt. Sekunden schneller. Dass er mir anzeigt, wie das Nashorn nachlädt. Das macht aber keinen Fall. Guck mal, die stehen immer noch da oben. Da kannst du anpingen, was du willst, die bleiben da stehen. Also es ist. Ja. Jetzt fährt die ES los. Jetzt! Ihr seid alle geisteskrank, wenn das einer sehen würde von denen. Die sind echt, da fehlt was im Kopf. Ja, ja gut. Die sollen hier mal auf den Channel gucken, dann seht ihr mal eure dummen Fehler. Jetzt fährt die IS zu uns. Der M6 kommt auch, der T43. Weißt du, was ich einfach nicht verstehe? Da hinten stehen 2 T29. Mehr nicht. Also, keine Ahnung. Einfach hohlbräsig die Leute. Wir sagen auf jeden Fall vielen Dank fürs Einschalten bei World of Tanks. Bis zur nächsten Runde. Tschüss. Mhm.